ja gerade in der Box vom Brasser. Der Lukas hat mich angeschrieben und hat uns alles einfach mal gezeigt. Und jetzt wird sofort sein Auto angemacht. Also als Renningenieur sein Auto. Nicht als Fahrer sein Auto. So, was sagt der Mechaniker? Der Mechaniker, Ingenieur. Ja. Nein, achso. Nein, im Prinzip, achso, wegen dem Starten. Ja, ja, genau, nicht du. Jetzt entlüften Sie noch kurz die Bremsen vom Auto. Das machen ist so eine Routine-Tätigkeit, die machen wir nicht immer, dass die Bremse immer schön hart ist, wenn man draufsteigt. Und dann geht's schon los. Dann geht's los. Gridwalk ist vorbei, haben wir gerade gehabt, haben wir natürlich alles per Kamera aufgenommen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mache hier von hier aus nicht so viel Social Media, weil ich bin derjenige, der Kamera dienst hat sozusagen. Hier gehen wir gerade an einem sehr schönen Mercedes vorbei. Und deswegen checkt auch mal gerne bei anderen Instagram aus, weil die haben dann nochmal eine Hand frei. Und ich habe übrigens heute ein Outfit an, das habe ich mir geholt für Südafrika, weil es so warm ist. Das ist so. Jetzt werden wir ganz von Start. Welt in der Formation. Und das DTM. Halt extra Formation, ne? Es gibt noch eins. Das Fahrzeug schert aus. Genau, ja, das Fahrzeug schert aus. Und damit sind wir wirklich an. Einfach schon stressen. Einfach jetzt schon stressen. Erste Kurve. Geht's oder geht's nicht? Rund um Lukas Lauer, aber man kommt gut durch und breit von der Position. Ja, die fahren einfach. Oh! Gute. Hat da jemand perfekt auf die Kamera geschaltet?